Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind hier immer noch am Kloster und sollen den Unfall hier untersuchen. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, das werden wir auch machen. Wir müssen hier nur nach Hinweisen suchen. Wo ist das? Hier hinten. Wir waren ja hier schon mal unten gewesen. Boah, ich dachte doch bestimmt ja, ne? Hallo. Eine Kiste. Ja. Achso, ich bin auch sauber. Okay. Hier noch tiefer. Alter, gut. So, dann schauen wir uns noch mal um. Hier ist der Stein auf ihn gestürzt. Man sieht noch die Flecken. Okay. Das muss der Stein sein, der ihn getroffen hat. Okay. Ich nehme ein Stück mit. Vielleicht weiß jemand mehr. Geschlossen, Suche nach Hinweisen. Na, bin ich hoch? Ja, okay, dann gehen wir hier lang. So. Da würde ich natürlich gerne mit dem Deinmetz reden. Stein mit, sondern Klostermeier. Ja, Klostermeier hat glaube ich nicht so viel Ahnung. Ist. Willkommen, Klostermeier. Ja. Beste Grüße. Das ist das Stück des Steins. Das ist das Stück, das herabgestürzt ist. Und was soll damit sein? Ich kenne mich mit Stein nicht aus. Na, stimmt, nach mehreren Steinlieferungen? Da wirst du doch wohl Gestein unterscheiden können. Puh, ich erinnere mich doch nicht an Einzelheiten. Frag jemanden, der sich damit auskennt. So, dann... Ich hörte, du hast den Thalmberger Steinbruch zu spät bezahlt. Das stimmt. Wir selbst haben verspätete Zahlungen erhalten und mussten das Geld erst zusammenkratzen. Aber das passiert eben mal. Okay. Alles Gute. Das erklärt's natürlich. So. Ich würde natürlich hier gerne mit einem Steinmetz reden, aber ich glaube, die wollen nicht mit mir reden. Also fragen wir nochmal. Mal ich mal kurz selbst auf die Karte gucken. Jetzt haben wir hier noch. Direkt hinten. Zeigt er mir nichts an. Okay, würde ich sagen, gucken wir uns erstmal den Schädel an. Das erklärt vielleicht auch einiges. Ja, da ist es. Mitten im Beet, natürlich. Frisst das mal die Blumen hier alle weg. Nicht durch. Ne, muss ich einmal außen rum reiten. Das ist ja kein Problem. Hier ging es doch irgendwo raus, wenn ich mich recht entsinne. Nee, war hier nicht ein Durchgang mal gewesen? Na, hier war's. Ja. Hat schon nicht alle im Weg rum. Ja. So. Geht's los. Und wir haben ja auch gejagt, als wir für Johanka Nahrung für die Verwundeten holen sollten. Hallo,
Sicherung, Verkehr. Das sind Banditen. Das sind verflucht viele Banditen. Hä? Wollen meinen die mich? Die prügeln sich gegenseitig, das ist gut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns gleich um den Rest. Vielleicht fällt da noch was für uns ab. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Ach, bin ich langsam vorbeigeritten. Verdammt. Gucken wir mal. Schauen wir uns das Schauspiel noch mal an. Ihr dürft auch ein bisschen weiter von mir wegbleiben. Der flieht. Jetzt muss ich aber auch mal weg. Ich bin nicht gerüstet. Machen wir hier in den Wald rein. Sind wir. Ja, das war zu. Also mit 4 hätte ich es jetzt nicht aufnehmen können. Wenn nur einer hinterherläuft. Nee. Dann gehen wir jetzt zu Fuß hier durch. Machen noch ein paar Meter. Findet man ja auch das eine oder andere. Ui. Sieht das nicht cool aus hier? Sehr schön. So, hier hat er irgendwo den Schädel vergraben. Ups. So, hingeschmissen. Über den Weg runter. Interessanten Ort entdeckt. Sehr schön. Nur wieder. Nups. Oh, ne, heute. Okay. Das war jetzt der interessante Ort. Wir haben Schnaps gefunden. Sehr schön. Brennnessel? Ja, nehmen wir mal mit. Ja, die Schaden. Was kann ich eigentlich ertrinken? Oh, das ist noch nicht das, was wir suchten. Kurz ins Questlog gucken. Suche den Ort ab, an den Leszek den Schädel weggeworfen hat. Sollte den Schädel suchen. Unfallort angesehen. Ja. Dämonenschädel. Leszek sagte mir, er hätte den Schädel heimlich zum Fluss gebracht, um ihn in Panik zu vermeiden. Er müsste hier irgendwo liegen. Sogar im Fluss selber liegt. Ich dachte jetzt. Gehen wir auch mal ein bisschen am Rand lang. Da hoffen, dass wir nicht ertrinken können. Der blöde Schädel. Ich gerne. Natürlich hier überall sein. Ah ne, hier nicht. Denn hier bin ich raus. Also hier irgendwo sein.
Das kenne ich. Ja, ich kann nicht weiter. Die Strömung könnte mich in den Tod reißen. Ja. Ein bisschen lang. Der gesagt, dass er ihn hier irgendwo hingeschmissen hat. Aber das sieht nicht so aus. Okay. Vielleicht unter versteckt. Auch nicht. Wer bist du denn? Treiber des Kustos. Nö, das da machen wir nichts. Wir sind auch schon wieder raus aus dem Gebiet. Das ist nicht groß. Es muss eigentlich irgendwo da in dem irgendwo in Fisch geschmissen. Echt schwören können, das müsste ja hier eigentlich leicht zu finden sein. Das Gebiet ist nicht groß. Und es bezieht sich eigentlich auf den Weg, der hier runterführt. Dann können wir zur Mauer hingehen. Vielleicht neben dem Gebüsch irgendwie liegt. Ja, das war schon wieder raus. Dachte ich ja, dass es hier vielleicht in dem Schilf irgendwie liegt. Also raus. Okay. Könnte im Wasser sein. Da kann ich mich nicht. Warte, vielleicht hier unterm Steg irgendwie. Da war ja nur der Schnappes drin. Hier ist noch so ein Überhang. Irgendwie so aus. Im Keller, halt mal die Luft an und tauch einfach mal kurz. Der ist bestimmt irgendwo im Wasser, nur ich sehe ihn nicht. Da hat er ihn vergraben. Dann kann ich natürlich hier lange suchen. Doch, das ist er doch. So. Der sieht echt aus, aber ich bin kein Experte. Okay, so. Riesenschädel zum örtlichen Schinder. Okay. Örtlicher Schinder, wo bist du? Na, der Schreiberling hier langsam mal ein bisschen. Jo. Wo ist das hier? Nebelig. Der coolen Keller. Cool. Haben wir den örtlichen Schinder. Ah ja.
Okay, jetzt müssen wir zur Kirche. Das machen wir mit Pferdchen. Mal da ein bisschen schneller sind. Das ist auch wieder so eine Queste, die sich so ein bisschen... Ja, auch ich weiß nicht, ob das jetzt eine Haupt- oder eine Nebenquest ist. Mal durch. Ja. Mal gucken, was der Schinder dazu sagt. Hier lang. Oder? Nee. Da habe ich mich jetzt vertan. Ich muss ja hier. Über den Fluss muss ich hier rüber. Moment. Verdammt, ich bin hier im Garten verlaufen. Menu. Oh, was war das denn? Wieder rum. Ja. Aber wir können den Wirt auch noch mal anhauen, ob er vielleicht noch eine Quest in der Gegend hat. Können wir die noch mitbearbeiten. Es gibt dann wieder Erfahrungspunkte und auch ein bisschen was. Das Portemonnaie vielleicht. Richtig, hab's eilig. Zum Händler müssen wir auch noch mal. Wurzeln nachts vom Galgenhügel geerntet. Okay. Bin ich jetzt hier richtig? Und weiter durch. Ja, das sah ich sogar schon. Guten Lehrer. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Das soll angeblich ein Dämonenschädel sein. Ich habe diesen Schädel gefunden. Es heißt, er gehörte einem Dämon, aber ich bin mir da unsicher. Sieht jedenfalls so aus. Die Hörner und alles. Zeig her. Da hat wer ein Geweih an einem Menschenschädel befestigt. Es ist kein Dämon. Sondern ein schlechter Scherz. Das beruhigt mich. Jemand muss ihn absichtlich dort abgelegt haben. Jemand, der wusste, dass man dort graben würde. Und er hat sich viel Mühe gegeben. Die Hörner sitzen felsenfest, obwohl das Teil im Wasser lag. Wer das getan hat, war ein geschickter Mistkerl, sag ich dir. Mach's gut. Okay, so. Haben wir damit noch einen Trog, wo ich mich waschen kann? Boah, ja, jetzt können wir erstmal hier die Händler vielleicht abklappern gehen. Wir haben ja mal ein bisschen was erbeutet. Wollen wir auch zu Geld machen. Rüstmeister. Hier wollen wir nichts klauen. Meister Otto. Mal gucken, was hast Guten du Tag. Denn? Wie kann ich helfen? Reparatur. Ach, handeln wir erstmal. So, ich würde gerne verkaufen. Hier haben wir nichts. Okay. Da haben wir jetzt nichts. Ja, aber da könnten wir ja mal reparieren lassen. Reparatur. Alles Gute. Da würde ich gerne alles auswählen. Was kostet uns der Spaß? Ich würde sagen, da feilschen wir mal ein bisschen.
Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir's. So, zahle. Macht sich dran? Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Okay. Mein letztes Angebot. Das ist zu wenig. Verdammt. Okay, dann machen wir das so. Ich wusste, wir werden uns einig. Ruf verbessert. Ah, Gott sei Dank. Können wir irgendwo hochgehen? Oh, da pinnt einer. Okay, tschüss. Hier haben wir irgendwo einen Händler, wenn ich mich recht entsinne. Genau da. Wir haben noch ein paar Kelche und sowas, das würde ich gerne loswerden. Diesen Schmuck. So. Gelobt sei Jesus Christus. Können wir mein Geld wieder reinholen? Lass uns handeln. Verkaufen. Sonstiges. Die Triche gibt es nicht. Und den Kelch. Mögen des Händlers. Ah, das ist mir ein bisschen zu wenig. Dann nehmen wir den Kelch wieder raus. So, dann falsch nochmal. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Alter? Nee. Ja, okay, so. Ja, das sollte passen. Jo, perfekt. Ruf verbessert. Sehr schön, Händler ausgenommen. Ruf verbessert, so muss das sein. Und wieder ein paar Taler. Okay. Dann wollen wir doch mal aufsitzen. Jetzt biegt der da ab. Ja. Wir müssen noch ein bisschen Geld reinschaffen. Damit wir unser eigenes Dorf wieder aufbauen können. Das soll wieder Privislavitz wieder aufbauen können. Ich hätte mal so geguckt, da brauchen wir einiges an Geld für. Auf der Map gucken, wo müssen wir denn jetzt hin? Da ist immer noch das Ding. Warum, weiß ich nicht. Okay. Ich überlege, ob ich trotzdem mal dahin reite. Würde doch mal interessieren. Von dem. Warum nicht, dass wir jetzt irgendwas machen? Ja. Dass er vielleicht noch irgendwelche Hinweise hat. Also sind wir mit dem Pferd schnell hingeritten. Gesprochen. Bürger? Suchst du nach mir? Ja. Ich gehe. Ciao. Boah, was ich mich auch nochmal. Ja, das ist ja komisch. Okay, nee, dann reiten wir wieder dahin. Ja! Aber man muss ja mal gucken. Das ist ja, gibt ja leider viele Sachen. Da ist dann Ende. Was, ich überlege nochmal, ob wir hier nochmal ganz kurz mit dem Questgeber oder Aktivitätengeber
reden. Schauen wir doch mal. No, Wirtshäuser wissen immer ein bisschen was. Vielleicht kann er uns da auch was erzählen. Hey Wirt. Glück und Gesundheit. Braucht hier irgendjemand Hilfe? Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Nun, kommt drauf an, was du so tun würdest. Hier kam vor kurzem ein Lump vorbei, aber wir haben uns um den gekümmert. Hat Reliquien verscherbeln wollen, die Wunder und was weiß ich alles bewirken sollen. Alles nur Tant. Die Leute haben den räudigen Schwindler so schnell davongejagt, dass ihm der Arsch in Flammen stand. Bis nach Ledetschko, glaub ich. Aber dort wird er auch nicht lange bleiben können. Mehr fällt mir nicht ein. Okay. Gott behüt dich. Reliquien, hat er vielleicht auch den komischen Schädel verbrochen? Wo ist mein Pferd hingehört? Achso, ist er auch an der Seite geparkt. Was für ein Sauwetter hier. Hey, meine Wachen hier, das ist für uns mal nicht so schön. Sollte eventuell noch ein bisschen auf Raubzug gehen. Eingeschwenkt. Okay. Dann sprechen wir wieder mit Leszek. Heil auf eine Kühe. So, auf zum Aufstelle wieder. So. Ah, mit ihm brauchen wir nicht reden. Was sei mit dir, Heinrich? Gucken wir mal, was hier. Achso, okay. C müssen wir jetzt suchen. Frage den Gerüst Leszek. Was hat er da nicht? Er hier? Nee, das ist Steinmetz. Leszek, wo ist Leszek? Dann jetzt. Einer von denen hier. Glaub nicht. Dann jetzt ist es auch nicht, ne? Hat er, glaube ich, ein helles Hemd und eine rote Leggings an. Also ähnliche Kleidung wie er hier. Okay, dann sind wir raus aus dem Bereich. Was so Leszek ist. Ach nee, weiß er auch nicht. Mach's gut. Nee, bin ich blind? Oder ist er tatsächlich da unten drin? Schwer. Ja, das schaffen wir noch nicht. Gehen wir uns einfach mal runter. Vielleicht finden wir ihn ja hier unten. Okay, nix. Nutzen. Also auch nicht.
hier irgendwo. Schauen hier. Okay. Netter Versuch, aber ist er auch nicht. Ey, wo rumlaufen? Wir könnten Happen vertragen. Ja, das stimmt. Das können wir uns auch gleich drum kümmern. Oder ist er hier bei dem Dingens drin? Kann natürlich sein, dass er bei dem Dombaumeister drin ist. Das ist natürlich möglich. Er sitzt da ganz schön im Regen. Kochen, ja, nee, das. Die Truhe, klauen wollen wir auch nicht. Hier oben. Wenn habe ich ja nichts zu suchen. Was ist denn der Vogel? Sag noch eins. Ich suche Leschek, genau. Hast du Leschek, den Gerüstbauer, gesehen? Hab ich. Was willst du denn von ihm? Ich möchte mit ihm über den Schädel sprechen. Ach ja? Das ist interessant. Wieso? Er wollte, dass ich ihn heute Abend am Gerüst treffe, um mir etwas Wichtiges zu sagen. Er wollte etwas beichten. Also hatte er doch die Finger im Spiel. Ich wusste es. Vielleicht, aber dann hat ihn bestimmt jemand dazu angestiftet. Er scheint mir nicht jemand zu sein, der so etwas allein ausheckt. Ich will ihn heute Abend treffen. Möchtest du mitkommen? Ja, es ist sicherer, wenn wir beide gehen. Ja, gut, das denke ich auch. Wir treffen uns am Abend. Wenn ich nicht unten bin, sieh oben nach. Werde ich. Hier unten bin, sieh oben. Was? So, wir haben noch etwas essen. Am Gerüst. Ja. Gehen wir ihm nur einfach mal hinterher. Willkommen, Heinrich. Helfer des Klostermeiers, okay. Ich würde sagen, wir warten immer hier. Am Abend. Ja. Wäre ja eigentlich hier. 20 Uhr ist für mich abends. So. Okay, also nicht das Gips war gemeint. Die arbeiten immer noch. Das schätze dich, Heinrich. Ja. Am Gerüst. Ist ja schon. Achso, sie oben nach. Alles klar. Also doch das Gerüst hier. Ich habe das Gefühl, da segelt einer runter. Meinen wir nur. So, da ist es. Halt, schon raus. Aus dem Bereich.
aber ich bin doch eigentlich... Ja. Ja, und das ist ja auch nach Sonnenuntergang. Also Sonnenuntergang ist ja in diesem Spiel noch nicht. Ja, also muss hier auf dieser Ebene sein. Sehr schwer. Ja, das wäre ja eigentlich nach Sonnenuntergang. Muss Sommer sein. Hier immer noch keinen. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Der Weg wieder aus dem Gebiet raus. Im Bereich. Aber wir gehen trotzdem mal ganz nach oben. Damit wir einen schönen Ausblick haben. Im richtigen Bereich sind wir ja. Oh, da ist auch noch eine Leiter. Dass wir tatsächlich nach oben müssen. Jetzt werden wir hier oben. Ja, das war's also nicht. Also wieder runter. Ja. Es ist definitiv Sonnenuntergang. Aber es ist... Wir sind doch am richtigen... Leiter benutzen. Bald wieder unten sein. Da ist die Leiter. Hier gehen wir komisch die Leitern runter. So. Bis wir also unten ankommen hier. Jetzt sind wir richtig. Hey! Geh nicht auf dem Gerüst um. Hochklettern. Geschenk. Stecken bestimmt zusammen unter einer Decke. Nicht so. Ganz oben. Hier gibt es wahrscheinlich einen Faustkampf und er fällt runter. Oder ich. Oder wer auch immer.
Den habe ich nicht gebrochen. Was für eine Kulisse. Keine gute Idee. Alter. So. Töte mich nicht. Ich sag dir alles. Ja. Wer bist du? Ja. Wer bist du? Ich bin nur ein Arbeiter. Er sagte, wenn ich mich um dich kümmere, erlässt er mir meine Schulden. Ich wollte nicht, aber er hat mich gezwungen. Wer schickt dich? Wer schickt dich? Es war der Gehilfe des Baumeisters, der junge Smola. Was? Mhm. Der sollte doch eigentlich auch hier sein. Ist er nicht. Er ist mit ein paar Leuten zur Mühle. Hat rausgefunden, dass Leszek sich dort versteckt. Mist. Was soll ich jetzt mit dir tun? Was soll ich jetzt mit dir tun? Du wolltest mich umbringen. Ich hab absichtlich daneben geworfen. Ich wollte dir nur Angst machen und ihm dann sagen, ich hab verfehlt. Ich muss ihn bestrafen. Ich lass dich einsperren. Ach komm, geh mir aus den Augen. Also gut, aber lass dich hier nie wieder blicken. Danke. Oh, jetzt so vom Gerüst schubsen. Oh, er ist runtergefallen. Ja, wollte umbringen. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wie das hier weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wie der Krimi hier im Kloster und um die Tellenberger Steine weitergeht. Ich sag tschüss!